Okay. So, dann herzlich willkommen zum zweiten rechtlichen Vortrag. Ein paar waren ja heute Vormittag schon da. Ja, der zweite Teil betrifft die Gesetzesänderung, die auch 2018 ansteht, die Datenschutzgrundverordnung. Am 25.05.2018 gilt in der gesamten Europäischen Union ein neues Datenschutzrecht. Das gilt in Deutschland, das gilt aber auch in allen anderen Ländern. Und die Datenschutzgrundverordnung ist sozusagen das maßgebliche Kriterium, was wir dann zu beachten haben. Momentan haben wir ja so das Bundesdatenschutzgesetz oder auch Telemediengesetz, TKG und so weiter. Und das Bundesdatenschutzgesetz ist ein Auffanggesetz. Und das wird jetzt anders. Die Datenschutzgrundverordnung, die ist sozusagen das, was vorgegeben wird. Mit der Datenschutzgrundverordnung soll halt, wie gesagt, die ganze Union ein einheitliches Datenschutzrecht bekommen. So ganz gelungen ist es jetzt nicht, weil die Datenschutzgrundverordnung ungefähr 50 Öffnungsklauseln für nationales Recht enthält. Das heißt, man muss dann sagen, vielleicht wird es dann doch nicht so ganz einheitlich. Wichtig ist, dass die Datenschutzgrundverordnung eigentlich schon in Kraft getreten ist, also seit 2016. Wir haben jetzt eine Übergangsphase von 2 Jahren, wo man eigentlich die relevanten Regelungen umzusetzen hat. Und ab dem 25.05.2018 gilt das dann. Das heißt, ab dann sollte eigentlich alles, was erforderlich ist, umgestellt sein. Wir haben ja jetzt hier wieder den Bezug auf die Webseiten. Das sollte ja eigentlich so ein bisschen der Aufhänger von dem Vortrag sein. Aber ohne so eine gewisse Grundeinführung zu dem Thema, was so die Rahmenbedingungen sind, bringt uns das jetzt eigentlich nichts. Das heißt, man sollte schon wissen, warum machen wir das alles? Vielleicht so ein Stichwort Bußgelder, Abmahnung oder irgendwie so kann man vielleicht da mal erwähnen. Und deswegen gucken wir uns das erstmal an. Ich habe relativ viele Folien vorbereitet. Ich weiß nicht, ob wir sie alle durchbekommen. Gucken wir mal, wenn nicht so viele Fragen sind wie vorhin, schaffen wir es vielleicht dann. Mal schauen. Okay, wichtig ist, die Datenschutzgrundverordnung, die gilt eigentlich immer dann, wenn Daten von Bürgern aus der Europäischen Union verarbeitet werden. Egal, ob ich jetzt mein Unternehmen irgendwo ins Ausland setze, also ins nicht-europäische Ausland, wenn ich von Ausland rede, meine ich das außerhalb der EU, dann greift die halt immer. Und deswegen. Jetzt halt hier nur auf der Folie, Flucht ist keine Option. Bisschen dramatisch, aber im Endeffekt, immer wenn wir eine Firma haben in der EU oder personenbezogene Daten von EU-Bürgern, die hier verarbeitet werden, greift immer die Regelung der Datenschutzgrundverordnung. Wichtige Themen. Wie wird das denn umgesetzt, wenn ich im außereuropäischen Ausland bin? Wie hat denn der europäische Bürger eine Möglichkeit, das durchzusetzen? Der europäische Bürger? Ja, wenn ich dagegen verstoße, als ausländisches Unternehmen. Na, dann kann ich ja zur Aufsichtsbehörde gehen, den anzeigen und dann. Und die kann nichts machen. Wieso? Weil wenn ich Die gilt doch, die. irgendwo in JWD sitze, auf irgendwelchen Inseln, karibischen Inseln und habe da meine Naja, Webseite. ich weiß halt nicht, ob so viele Firmen, die seriös sind und hier Geschäfte machen wollen, irgendwie Nein, nicht ich habe greifbar eine sind, Frage. weil das ein Hauptpunkt ist ja auch, und das sehen wir zum Beispiel bei den Bußgeldern, die sind ja extrem angestiegen. Und wen man halt disziplinieren wollte, sind halt die großen US-amerikanischen Anbieter. Und die sitzen nun halt mal nicht in Europa, die versteuern hier scheinbar auch nicht ihr Geld, keine Ahnung. Und im Endeffekt mit der Datenschutzgrundverordnung bringt ihnen das alles nichts mehr. Und damit kriegt dann halt auch die Europäische Kommission, oder wer das dann auch umsetzt, die haben mal die Möglichkeit, denen damit eins auf den Deckel zu geben, bitte. Das ist perspektivisch mit England. Das gilt dann noch so lange, bis die ganz draußen sind. Ja, solange die Mitglied in der EU sind, sowieso. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen in Großbritannien habe, was jetzt irgendwie die Daten von 1 Million Bundesbürger hosten würde, dann wären wir auch dabei. Also, Wird dann das. aber irgendwann wegfallen wahrscheinlich. Ja, aber die DSGVO, die gilt ja trotzdem dann. Also ich kann mich nicht einfach rausschleichen. Die Frage, ob wie das die Behörden oder wie man dem dann halt nachkommen wird, das werden wir dann sehen. Das wissen wir jetzt ja auch noch nicht so ganz. Aber Das funktioniert ja heutzutage auch nicht.
bei Löschung rechtswidriger Inhalte und so. Ja gut, aber heute habe ich ja nicht so eine richtige Handhabe, oder? Ja, natürlich. Was denn? Wenn Inhalte in Deutschland rechtswidrig sind, kann ich die ja normalerweise löschen lassen, wenn aber dann der Server irgendwo im Ausland steht. Aber wir, die Behörden im Ausland sagen, nö, das ist bei uns nicht rechtswidrig. Dann ja, hier geht es ja aber nicht um rechtswidrige Inhalte, sondern um personenbezogene Daten. So. Ja gut, aber das sind die personenbezogenen Daten im Ausland, liegen da. Aber das sind ja genau die Rechtsstreitigkeiten, die, was weiß ich, dann irgendwie eine Firma Microsoft mit der mit der US-Regierung da geführt hat in den USA, ob dann die CIA oder wer auch immer dann auf die Server in Irland zugreifen kann oder nicht. Da haben die, ich weiß gar nicht, ob das Verfahren jetzt zu Ende ist, aber es läuft noch, Google hat sich aber mittlerweile dazu entschieden, die Daten dann doch rauszugeben. Oder war es Google? Ja, genau. Also ja, ich alle. Ja. Nee, aber gut. War nur eine Frage, welche Durchgriffsmöglichkeiten es da gibt, weil Flucht ist keine Option. Schieben wir dann doch. Das war die Frage. Welche Durchgriffsmöglichkeiten haben die? Naja, mit Flucht ist keine Option. Bezug auf die Folie, die Datenschutzgrundverordnung gilt. Wie man sie dann halt jetzt umsetzt oder nicht, das werden wir dann halt auch sehen, weil wir wissen noch nicht, was passieren wird am 25.05.2018. Vielleicht hat da auch noch niemand irgendwas gemacht. Und dann kommt es in den Nachrichten, in der Tagesschau, dann denken die Leute, okay, neues Datenschutzrecht, dann fangen irgendwann mal die nächsten ersten Bußgelder an. Ah, jetzt könnten wir mal langsam was machen. Also keine Ahnung, meine Einschätzung ist, dass viele Unternehmen sich halt noch nicht drauf eingestellt haben. Wobei man auch sich die Frage stellen kann, wenn man mal in die Unternehmen guckt, haben die überhaupt schon irgendwie das Datenschutzrecht entsprechend umgesetzt? Weil so Stichwort Löschkonzept oder Verfahrensverzeichnis oder was da auch alles so für tolle Sachen gibt, weiß ich nicht. Ne? Auf jeden Fall kommen wir zu den wichtigen Themen. Erstens mal die Rechtsgrundlagen. Sind natürlich wichtig, wann darf ich personenbezogene Daten verarbeiten? Bei einer Webseite, was weiß ich, wenn ich ein Kundenkonto habe oder wenn ich eine E-Mail verschicke oder damit hat jetzt die Datenschutzgrundverordnung ein bisschen was dann noch zu tun, wenn ich jetzt irgendwelche Cookies einbaue, die irgendwelche personenbezogenen Daten wie zum Beispiel eine IP-Adresse abgreifen können, dann bin ich dann dabei und da brauche ich immer eine Rechtsgrundlage, das heißt entweder muss es im Gesetz stehen, dass ich die Daten verarbeiten darf oder ich brauche eine Einwilligung. Bei den Cookies kommt noch eine Besonderheit dazu. Das ist jetzt aber auch nicht Thema von dem Vortrag, weil es gibt noch eine E-Privacy-Verordnung. Die existiert momentan erst im Entwurf. Da wissen wir auch noch nicht genau, ob dieser Entwurf jetzt auch so verabschiedet wird. Kann sein, dass sich das nochmal ändert, gilt aber auch ab dem 25.05.2018 und ich habe vor ein paar Wochen mit einem Sachbearbeiter des hessischen Datenschutzbeauftragten gesprochen, der hat auch zu mir gemeint, bei mir wissen es noch nicht. Ja. Also bisschen schwierig da auch so ein bisschen vorzubauen, da gibt es dann auch irgendwie so Ansätze, dass man zu den Cookies über die Browser-Einstellung die Einwilligung erteilen kann künftig, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Für die Datenschutzgrundverordnung jedenfalls ganz relevant ist diese Rechenschaftspflicht, denn Sie müssen als Unternehmen, was personenbezogene Daten verarbeitet, und das wird wahrscheinlich jedes Unternehmen machen irgendwo, das heißt buchhalterische Daten von den Kunden oder mit irgendwelchen Geschäftspartnern oder die Mitarbeiterdaten, also ich bin immer irgendwie in diesem Bereich, ich muss immer nachweisen können, dass ich die Datenschutzgrundverordnung umsetzen kann. Deswegen ist die Dokumentation einer der Kernpunkte. Und wenn man sie dann mal genauer guckt, was muss man denn alles dokumentieren, da wird dann jeder sagen, naja, kann ich ja jemanden einstellen, Vollzeit, der dann dafür sorgt, dass die Dokumentation vorliegt. Aber okay, wie man das umzusetzen hat, ist scheinbar dann das Problem von den Unternehmen, hat sich vielleicht auch niemand so Gedanken drum gemacht. Bei dieser Rechenschaftspflicht muss man auch sagen, Haftung, Compliance, muss man so ein bisschen mit der Beweislastumkehr, die wir hier haben, sehen. Die Haftungstatbestände sind extrem verschärft worden. Das heißt, wir haben bei einem Datenschutzverstoß die Möglichkeit, dass die Aufsichtsbehörde ein Bußgeld bis zu 10 Millionen Euro aussprechen kann oder 4% oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes, was höher ist. 10 Millionen Euro ist so das Höchste. Momentan haben wir bei so Verstößen 50.000 oder 300.000. Die werden das natürlich erstmal nicht so aussprechen, auch nicht bei jedem kleinen Verstoß dann so ein Bußgeld erheben, was, sage ich mal, vielleicht existenzgefährdend ist, aber
sie werden wahrscheinlich, wenn sie mal ein Bußgeld erheben, werden die dann vielleicht auch schon etwas höher ausfallen als jetzt, wo sie vielleicht auch froh sind, wenn man überhaupt ein bisschen das datenschutzkonform umsetzt, was die fordern. Und hinzu kommt aber auch, dass ich aus der Datenschutzgrundverordnung als Betroffener, als Privatperson auch einen Schadensersatzanspruch herleiten kann. Das heißt, wenn Sie mir jetzt irgendwie über Ihre Webseite ungefragten Newsletter zuschicken, kann ich das zwar momentan theoretisch auch schon abmahnen, aber ich kriege da nichts dafür, da verdient dann vielleicht der Anwalt was. Also wir haben dann momentan so einen Kollegen, der Abmahnung ausspricht, der verlangt dann für eine Abmahnung 600 Euro Abmahngebühren und 30 Euro Schmerzensgeld für seinen Mandanten. Also ein bisschen komisch. Aber künftig wird sich das halt auch ändern. Und das Problem ist, die Beweislastumkehr, ich muss auch gegenüber dem Betroffenen, aber auch gegenüber der Behörde immer darlegen, dass ich die Datenschutzgrundverordnung rechtskonform umsetze. Das kann man natürlich in einem Zivilprozess, wenn man dann irgendwie aufgefordert wird, das mal darzulegen, keine Ahnung, wie man das dann machen soll, mit was für einer Dokumentation und was das dann auch für ein Aufwand sein kann, das darzulegen, weiß ich jetzt auch nicht genau. Gut, dann haben wir die Datenschutzgrundsätze, auch ganz wichtig, kommt in der nächsten Folie. Datenschutzmanagementsystem ist auch so eine Aufforderung, die man jetzt im Betrieb umzusetzen hat, dass man halt eigentlich in der Lage ist, das Ganze auch zu koordinieren und immer im Zusammenhang mit der Dokumentation nachzuweisen. Die Datenschutzgrundsätze, die stehen im Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung Absatz 1, also die Datenverarbeitung, die muss halt rechtmäßig sein. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Rechtsgrundlage, entweder eine Einwilligung oder irgendwie ein Gesetz, Verarbeitung nach Treu und Glauben. Bedeutet in dem Zusammenhang, dass es jetzt nicht irgendwie, ich sage es ja mal platt, moralisch verwerflich sein darf, transparent, es muss immer ein Zweck der Datenverarbeitung gegeben sein. Datenminimierung bedeutet in dem Zusammenhang, wenn ich Daten habe und sie nicht mehr brauche, also personenbezogene Daten, dann muss ich sie halt löschen. Ja? Wenn jetzt nicht irgendwie ein besonderer Grund vorliegt, weil ich jetzt zum Beispiel Abrechnungsdaten aufheben muss oder nicht. Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit und diese ganzen Sachen muss ich theoretisch immer nachweisen können. Ja. Und kurze Frage, heißt Datenminimierung auch, dass ich nur Daten erheben kann, von denen ich nachweisen kann, dass ich sie brauche? Das ist eigentlich eher die Zweckbindung. Okay. Ja. Datenminimierung. Also wenn ich abfrage, welche Haarfarbe der User hat, dann muss ich schon einen Grund haben, warum ich das tue. Ja, also klassischerweise ist dann, sieht man öfters mal bei irgendwelchen Formularen das Alter. Warum brauche ich das Alter? Wofür? Ja, also kann da ein Zweck mein Unternehmenszweck sein? Ja, keine Ahnung. Wenn Sie jetzt Alkohol verkaufen würden über einen Online-Shop, dann wäre das natürlich eine legitime Abfrage. Ja, das Alter. Ich könnte ja sagen, ich brauche das Alter, um zu erkennen, zu welchen meiner Kundengruppen er gehört, welche Produkte für ihn relevant sein könnten. Ist ja ein Zweck. Wäre sowas rechtens? Kann man das argumentieren? Nee, der Zweck ist eigentlich eher so in der Vertragserfüllung zu sehen. Weil wenn ich jetzt irgendwie meine Daten Ihnen gebe und sage hier, keine Ahnung, ich will jetzt von dir, dass du mir irgendwas verkaufst, brauchen Sie meine Daten zur Abrechnung und Sie brauchen meine Daten dazu, dass Sie mir das schicken können. Okay. Und dann brauchen Sie eigentlich meine Daten nicht mehr, außer Sie haben meine Einwilligung. Ja, dann könnten Sie halt sagen, okay, willst du mir die Daten geben? Dann sage ich ja und dann können Sie das auch erheben. Also es geht rein die Vertragserfüllung, die ja. Zweckbindung. Es gibt auch besondere Rechtfertigungsgründe, dass man dann halt sagt, okay, weil die Behörden einem das vorgeben oder sowas, aber das wird jetzt hier zu speziell. Wie ist es mit Datenanreicherungsservices? Es gibt ja viele Webcrawler, die unheimlich viele personenbezogene Daten crawlen können und dann auch nochmal verbinden können mit dem Profil. Also wenn Sie, also theoretisch brauchen Sie eigentlich bei sowas immer die Einwilligung vom Kunden. Also das ist halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir jetzt in der Beratung auch haben. Wir wissen noch nicht, wie man das jetzt umsetzen soll. Also momentan ist auch, keine Ahnung, so bei vielen von unseren Mandanten, die setzen irgendwie dieses Facebook Customer Audience Pixel ein. Und da gibt es dann diese Customer Audience Kundenlisten. Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie es funktioniert. Aber
Da sagt zum Beispiel das Landesamt für Datenschutz in Bayern, reicht es bei dem Pixel aus, wenn ich eine Opt-out-Möglichkeit gebe und das in die Datenschutzerklärung reingebe. Bei diesen Kundenlisten, wo ich dann aktiv meine Daten von meinen Kunden an Facebook hochlade, brauche ich eine Einwilligung. Und so würde ich sagen, egal, wenn es eine Datenverarbeitung ist, mit der die jetzt nichts mit meinem ursprünglichen Zweck der Datenerhebung zu tun hat, dann brauche ich, also dann wirst du wahrscheinlich nicht rechtskonform sein. Ja. Wer prüft denn sowas, ob das alles richtig umgesetzt wird? Naja. Also kann jetzt morgen irgendeine Behörde bei mir an der Tür klopfen? Theoretisch ja. Wir prüfen mal Ihre Firma, zeigen Sie uns mal alles. Das machen die ja momentan auch. Also bei diesem Facebook-Pixel haben die Bayern zum Beispiel aktiv Unternehmen angeschrieben, bei denen die diesen Pixel gesehen haben. Also das können die ja relativ leicht in der Webseite sehen, ob die das benutzen oder nicht. Und dann haben die auch direkt gesehen, gibt es eine Opt-out-Möglichkeit und belehren die in der Datenschutzerklärung. Und dann haben die direkt die Mandanten von uns angeschrieben und haben dann auch noch gesagt, wir fordern euch jetzt noch auf, Auskunft zu erteilen, ob ihr auch dieses andere Tool benutzt oder ob ihr diese Daten hochgeladen habt. Und da muss ich natürlich rechtmäßig Auskunft geben, weil das ja schon dann auch ein Strafverfahren, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ist. Ja, aber da geht dann eine Frist drin, dass man nicht das umsetzen muss, dann setzt sich es in der Feststellung und sagt, ja, dann prüft keiner mehr die Vergangenheit. Nee, wenn Sie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 30.000 E-Mail-Adressen an Facebook hochgeladen haben und sagen, dass der Behörde, wird die vielleicht nochmal hingucken und sagen, naja, das war jetzt nicht ganz so rechtskonform, vielleicht müssen wir ein kleines Bußgeld erheben. Ja, also theoretisch ist es wirklich, also wie Sie sagen, die Aufsichtsbehörden sind jetzt vielleicht nicht so aufgestellt, dass die natürlich jede Webseite durchforsten können. Die haben ja auch was anderes zu tun, als Webseitenbetreiber zu kontrollieren. Da gibt es ja ganz andere Kandidaten. Aber die Datenschutzgrundverordnung, die baut natürlich auch so ein bisschen auf Denunziation auf. Ja, also das, wenn ich jetzt halt den Menschen selber das so an die Hand gebe, ja, ihr könnt ja mal gucken, ob die irgendwas machen, was gegen euer Persönlichkeitsrecht verstößt, dann könnt ihr ein Schmerzensgeld einklagen. Also ich sag mal, wenn Sie hier in Deutschland das ein bisschen publik machen, wir haben hier im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern wettbewerbsrechtliche Abmahnungen, das gibt es in ganz Europa nicht, wie es hier gibt. Aber die Datenschutzgrundverordnung, die bezieht sich doch nicht nur auf Europa, sondern die gilt doch für jedes Unternehmen. Ja. Also wenn ich heute einen Laden habe und Porzellanfiguren verkaufe und ich lege jedem Kunden Zettel hin, füll bitte deine Adresse auch aus, auch wenn der bar bezahlen würde, dann verstoße ich ja im Zweifel auch dagegen. Ja, obwohl ich gar nichts mit Web und Digital zu tun habe, sondern... Nee, das hat ja auch gar nichts damit zu tun. Das ist ja völlig unabhängig von Webseiten, diese Anforderung. Ja, ja. Das habe ich ja auch vorhin gesagt, dass wir als erstmal die allgemeinen Anforderungen angucken müssen. Wobei, wie gesagt, das... Es sei denn, der Benutzer will nicht ein, ausdrücklich für irgendeinen Zweck. Und er das halt macht. Ja. Ja, oder er will dein Newsletter haben. Aber bei den Rechnungen brauchen sie es ja auch nur bis zu einem bestimmten, also wenn sie es absetzen wollen und wenn es einen bestimmten Betrag. Ja, also gut. Jetzt, ich glaube auch viel interessanter als die Behörden wird die Konkurrenz sein. Ja. Die natürlich sagt, wenn wir es erfüllen, dann wollen wir auch, dass der das erfüllt, weil wir investieren Geld. Also es gibt ja auch diese Abmahnvereine, Wettbewerbszentrale oder Verbraucherzentrale und das sind jetzt noch die seriösen und da gibt es noch eine Fülle von anderen und wir vermuten eigentlich, dass es dann nochmal der Abmahnmarkt sich etwas neu aufstellen wird und es dann nochmal ein paar mehr Anfragen bei uns kommen, die abgemahnt wurden. Jetzt auf die Webseite bezogen oder vielleicht auch auf Online-Shops eher speziell, naja, Kundendatenmanagement, Werbe-E-Mail-Einwilligung, Lead-Generierung und so weiter. Also da muss man natürlich darauf achten, dass man dann das rechtskonform alles erfüllt und auch dokumentieren kann, wie ich es eben gesagt habe. Das ist jetzt auch aus der Datenschutzgrundverordnung oder beziehungsweise aus dem Handbuch. Jeder muss halt immer in der Lage sein, jederzeit das nachweisen zu können. Und wenn ich es nicht kann, kann es theoretisch ein Bußgeld geben. Das bezieht sich auf die Dokumentation aller Verfahren, auch auf die Auftragsverarbeiter, die Sie vielleicht jetzt unter Auftragsdatenverarbeitung kennen. Also wenn Sie jetzt einen Dritten beauftragen, der für Sie personenbezogene Daten verarbeiten soll, zum Beispiel irgendein Hoster, dann muss ich mich da entsprechend hingehend absichern mit einem Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, wo halt drin steht, was der alles machen darf, dass der von meinen Weisungen abhängig ist und dass ich im Endeffekt jederzeit die Möglichkeit habe, nachzukontrollieren, ob der sich korrekt verhält oder nicht. Und
über die entsprechenden technisch-organisatorischen Maßnahmen auch verfügt, die ich aber auch als Datenverarbeiter vorhalten muss. Gerade das Thema, haben wir heute Morgen schon gefragt, ist das jetzt theoretisch in den AGBs von jedem Hosting-Provider schon drin? Nein, momentan ist das so, momentan muss die Auftragsdatenverarbeitung ein gesondertes Vertragsdokument sein. Da steht drauf Auftragsdatenverarbeitung, dann kommen die Voraussetzungen aus dem BDSG und dann gibt es noch die Anlage technisch-organisatorische Maßnahmen, wo dann eigentlich alles drinstehen müsste. Ich habe jetzt von einem Mandant von 1&1 gestern eine Auftragsdatenverarbeitung vorgelegt bekommen. Da konnte ich dem jetzt nicht empfehlen, das zu unterschreiben, wenn er das jetzt irgendwie geprüft bekommen würde. Und da geht es schon bei dem Mandanten um relativ sensible Daten. Muss man mal gucken, ob die dann jetzt einen anderen Vertrag abschließen. Ich kann ja mal mit den Kollegen draußen reden gleich. Aber künftig... Die Webseite hat ja zum Beispiel ein Formular, das sind personenbezogene Daten, die da abgefragt werden, die liegen beim Host. Deswegen verarbeitet er theoretisch die Daten. Ja, dann müssen Sie mit dem eine Auftragsdatenverarbeitung haben. Und das müsste ja schon seit 2016 heute schon bei den meisten Hosting-Providern so sein. Ist ja auch bei vielen. Aber wo? Also ich habe noch nie einen gesehen. Ja, das Problem ist aber, momentan ist es ja so, Sie als verantwortliche Stelle, wenn Sie das, die Verarbeitung initiieren, Sie haften und nicht der Hosting-Anbieter. Dem ist das egal. Der sagt dann nur, ah ja, wenn ihr wollt, dann können wir euch im Rahmen unseres Services so einen Vertrag vorlegen. Aber Sie sind eigentlich vom Gesetz her verantwortlich, wenn Sie das nicht erfüllen. Wenn mal eine Behörde kommt und macht bei Ihnen eine Prüfung, dann verlangen die von Ihnen erstmal die Verträge, wo das halt drinsteht. Und dann werden die halt geprüft. Und wenn Sie da keinen Vertrag haben, jo, muss man mal gucken, was dann... Der Hoster darf ja auch gar nicht wissen, welche Daten du verarbeitest, weil er die nicht scannen darf. Das heißt, er weiß ja gar nicht, dass du personenbezogene Daten dort speicherst. Von daher ignoriert er das wahrscheinlich erstmal. Ja, würde ich auch machen. Ja, aber das ist ja Chicken. Bitte? Das ist ja Chicken. Das ist ja Chicken. Ja, aber so steht es halt im Gesetz. Sie sind halt verantwortlich dafür. Du bist verantwortlich. Wenn Sie einen Dritten beauftragen, für Sie was durchzuführen. Ansonsten bräuchten Sie theoretisch immer eine Einwilligung von Ihren Kunden. Die Einwilligung hat man doch, also bei jeder Datenschutzerklärung auf der Website. Nein, da steht doch nicht drauf, dass Sie, dass der Kunde einwilligt, dass zum Beispiel 1&1 oder Mittwald diese personenbezogenen Daten verarbeiten darf. Nein, aber es steht drauf, wenn er dieses Kontaktformular ausfüllt, tut es freiwillig und die Daten werden zu diesem Zweck vielleicht von Newsletter oder so aber gespeichert. So. Ja, aber dann werden sie, dann denke ich ja erstmal, dass die von Ihnen gespeichert werden und nicht von dem Hosting-Anbieter. Du musst ja auch explizit ausführen, von wem sie verarbeitet werden. Und um sich das alles zu sparen, gibt es vom Gesetz her die Konstruktion Auftragsdatenverarbeitung. Das ist dann eine Privilegierung, wo ich dann quasi nicht jedes Mal zu meinem Kunden hinrennen muss. Darf ich das? Unterschreib mir das mal. Sondern ich habe diesen Vertrag und damit ist das alles gedeckelt. Das ist eigentlich so der Hintergrund davon. Ja. Kennt man Sie einen Mandanten, der genau das macht mit muss? Ja. Echt? Ja. Vertrag noch verschließt, unabhängig von den AGBs? Also okay. Es gibt bestimmte Anbieter, die das auch von sich aus vorlegen. Und da Mustertexte? Die Mustertexte finden Sie im Internet auf den Seiten der Aufsichtsbehörden. Okay. Wenn wir jetzt nochmal das Dreieck, so halt eine Agentur, Klient und dann sagen wir noch Host, wenn das jetzt drei Parteien wären, was dann vertragstechnisch zu machen ist zwischen Host und Agentur und dann zwischen Agentur und Endkunde oder Kunde, der hat ja auch wieder einen Endkunde. Das ist ja ein komplexes Konstrukt für eine kleine Agentur oder ein Freelance-Unternehmen. Ja, aber diese Formulare, diese Verträge sind ja relativ standardisiert. Wir müssen auch mal ein bisschen jetzt gucken, wir kommen wahrscheinlich gar nicht jetzt durch, wegen den ganzen Rückfragen. Aber das ist eigentlich relativ einfach in den Griff zu bekommen. Von der Theorie her. Von der Praxis weiß ich dann auch nicht. Ich habe ja auch das Recht, eigentlich dann auch vor Ort mir das anzugucken, ob die technisch-organisatorischen Maßnahmen auch umgesetzt werden. Aber wenn ich jetzt so einen Vertrag abschließen würde und müsste jetzt halt irgendwie zum Hosting-Anbieter, dann würde ich dann da stehen und sagen, ah ja, aha, und hier werden die Daten gespeichert, ist ja schön. Aber gut, um jetzt nochmal weiterzukommen. Sie müssen nachweisen, dass Sie eine wirksame Datenschutzorganisation vorhalten. Es sollten eigentlich dabei alle Prozesse definiert sein, die datenschutzrechtlich relevant sind, also wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Sie müssen die Mitarbeiter entsprechend briefen, was die machen dürfen. Es müssen entsprechende Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung gegeben werden, was in der Regel eine Einwilligung ist. Es gibt dann noch bei der Datenschutzgrundverordnung das sogenannte berechtigte Interesse, so als Auffangtatbestand. Ich hoffe, dass wir da gleich noch hinkommen, wo wir das uns dann angucken können. Das ist aber nicht ganz so
eine tolle Lösung. Die Löschfristen werden betroffen. Sie müssen immer eigentlich nachweisen, dass Sie die Löschfristen einhalten, dass es Löschfristen gibt und dass Sie das auch regelmäßig prüfen, so von der Theorie her. Dann haben wir momentan auch schon ein Verarbeitungsverzeichnis. Man kennt das aktuell als externe Verfahrensübersicht und als internes Verfahrensverzeichnis, wo alle Prozesse, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, aufgelistet sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Outlook habe, dann habe ich eine Adressfunktion, ich habe eine E-Mail-Funktion und eine Kalenderfunktion, also habe ich da schon mal drei Verfahren, die ich in dieser Dokumentation aufschlüsseln müsste. Und da gibt es natürlich relativ viele Verfahren, die man in so einer, in einem, auch in einem kleinen Betrieb halt hat. Also, Sie haben den Hoster vergessen und das SMTP-Postfach. Ja, dann haben wir fünf Verfahren. Ja, aber das ist halt nicht ganz so einfach und wenn man das mal anfangen würde aufzubauen, weiß ich nicht, da ärgert man sich wahrscheinlich, dass man die Arbeit anfängt, weil es alles so lange dauert. Aber gut, hatte ich eben schon angesprochen, es gibt eine Beweislastumkehr. Das ist insbesondere problematisch für Schadensersatzansprüche und Bußgelder. Jetzt hier das Beispiel, das ist gar kein Beispiel, aber... Genau, der fehlende Nachweis der Dokumentation, also das Verfahrensverzeichnis, wenn Sie das nicht haben, das kann dann theoretisch auch schon Bußgeld nach sich haben, führen. Wir haben jetzt hier die Bußgelder, die ich auch vorhin schon mal erwähnt habe. Es gibt sogar ein Bußgeld bis 20 Millionen Euro. Das ist dann, wenn ich eine Vorgabe der Datenschutzbehörde nicht umsetze, also wenn die mich mal besucht hat und sagt, du musst das jetzt so und so machen, dann könnten die theoretisch sogar 20 Millionen oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes als Bußgeld veranschlagen. Wie gesagt, Hintergrund dieser Bußgelder ist jetzt, dass man Facebook, Google und so weiter disziplinieren will und jetzt nicht irgendwie die normalen Unternehmen in Deutschland, aber wie das so oft so ist, es ist gut gemeint, aber im Endeffekt kommen jetzt einfach nur die ganzen kleineren Firmen in die Bedrängnis, dieses ganze Zeug umzusetzen, was vielleicht auch ein bisschen schwierig sein wird und auch Geld kostet und Zeit. Es ist ein Verbandsklagerecht vorgesehen, also Abmahnvereine, hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt, werden vielleicht dann auch nochmal auch in diese Kerbe nochmal mehr schlagen. Und jetzt die Auftragsverarbeitung, hatte ich ja eben gesagt, Auftragsdatenverarbeiter haftet momentan ausschließlich die verantwortliche Stelle. Künftig kann aber auch jetzt zum Beispiel der Hosting-Anbieter haften und man kann aber auch gesamtschuldnerisch mit dem Hosting-Anbieter haften. Das heißt, wenn Sie jetzt selber für einen Kunden irgendwelche personenbezogenen Daten verarbeiten würden, müssten Sie da natürlich auch aufpassen, dass Sie da einen entsprechenden Vertrag haben, der das irgendwo abbildet. So. Bin ich denn als Auftragnehmer dafür verantwortlich, dass die Prozesse, die ich für den Kunden in seinem Auftrag entwickle, rechtskonform sind? Das heißt, der Kunde sagt, mach das bitte so und so. Ja, Sie haben künftig, werden Sie dann, wenn Sie feststellen, dass es offensichtlich rechtswidrig ist, haben Sie sogar eine Pflicht, den darauf hinzuweisen. Und das muss ich dokumentieren wahrscheinlich. Das sollten Sie dokumentieren, ja, natürlich besser. Hier nochmal ganz kurz, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt haben wir momentan auch. Der gilt aber auch in der DSGVO. Das heißt, ich muss eigentlich immer die Erlaubnis haben, dass ich die Daten verarbeiten kann. Ansonsten ist erstmal grundsätzlich alles verboten. Und das ergibt sich entweder halt aus der Vertragserfüllung, die Erlaubnis der Datenverarbeitung, der Einwilligung, der gesetzlichen Verpflichtung oder dem vorhin schon genannten berechtigten Interesse. Das ist eine Abwägung zwischen den Rechten des Verarbeiters und den Rechten des Betroffenen. Und da wird in der Datenschutzgrundverordnung gesagt, dass die Verarbeitung zu Werbezwecken ein berechtigtes Interesse sein kann. Aber das Problem ist, es gibt neben der Datenschutzgrundverordnung noch das Wettbewerbsrecht und danach ist es halt verboten. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es dann nochmal zulässig, aber das hilft eigentlich auch niemandem weiter. Fallen denn IP-Adressen unter berechtigtes Interesse? Das heißt, ich speichere IP-Adressen auf dem Server, aus dem berechtigten Interesse daraus gegebenenfalls Angriffe nachverfolgen zu können? Gab es ja mal die Argumentation. Kann man versuchen zu argumentieren. Nee, ist ja ein großes Thema gerade für uns. Ja. Also IP-Adressenspeicherung in den Logdateien ist ja, die gelten ja als personenbezogene Daten nach den letzten Rechtsprechungen. Wenn ich da irgendwie von der Behörde das vorgehalten bekommen würde, würde ich sicherlich so argumentieren.
Genau, aber hier zurück zur Einwilligung. Eine Einwilligung ist immer dann erforderlich, wenn ich keinen anderen Erlaubnistatbestand habe. Künftig muss die Einwilligung diesen Voraussetzungen entsprechen. Das haben wir aber im Prinzip eigentlich auch so heute schon, dass ich eigentlich das Ganze freiwillig machen muss. Der Nutzer muss korrekt informiert sein, das muss transparent sein, ich muss jederzeit widerrufen können. Das Ganze muss natürlich nachweisbar sein, da kommt dann wieder der Kreis, Zirkelschluss zur Dokumentation. Und wenn ich mich als Kunde weigere, einzuwilligen, darf das zu keinen Nachteilen bei mir führen. Also es darf ja nicht sein, du gibst zum Beispiel Alter nicht an und du darfst ja nicht bestellen. Genau, außer wenn ich jetzt, keine Ahnung, Alkohol anbieten würde oder sowas. Genau. Was ist mit den bestehenden Einwilligungen? Wenn die jetzt der aktuellen Rechtslage entsprechen, also nämlich der Datenschutzrichtlinie, dann muss man die nicht nochmal neu einholen. Wenn man die irgendwann mal vielleicht nicht so korrekt eingeholt hat und hat einen Pool von Leuten, die im Newsletter sind, die ich dann immer verschicken will, müsste man die theoretisch auch nochmal neu sich besorgen. Also hier wäre natürlich erstmal für Webseiten vielleicht so der Hinweis, dass man erstmal guckt, okay, setzen wir die Einwilligung schon rechtskonform ein und haben wir da entsprechende Hinweise in der Datenschutzerklärung vorgesehen. Das berechtigte Interesse hatte ich eben schon angesprochen, muss man aber auch sagen, im Zweifel ist es zugunsten des Betroffenen. Das Werbeinteresse, das kann natürlich ein berechtigtes Interesse sein. Vielleicht müsste man nochmal den Erwägungsgrund gucken mit dem, was Sie gesagt haben. Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Vielleicht steht es da sogar drin. Aber um auf die Werbung zu kommen, ist es tatsächlich so, dass wir noch den Paragraphen 7 UWG haben, also das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und da kann ich eigentlich nur mit einer Einwilligung arbeiten, außer ich mache Direktwerbung mit einem Kunden, der schon mein Kunde ist, dem ich schon mal was verkauft habe. Dann ginge das noch, wenn ich dann noch aufs Widerrufsrecht darauf hinweise. Das Verarbeitungsverzeichnis, diese Dokumentation, die relativ aufwendig ist, betrifft nicht alle Betriebe. Wenn man weniger als 200 Mitarbeiter hat, muss man das nicht machen, aber dann schränkt das Gesetz wieder so ein, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten nur gelegentlich erfolgt. Ich weiß jetzt nicht, was die da für Betriebe meinen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eigentlich doch fast jedes Unternehmen ein Verfahrensverzeichnis führen muss. Von daher gesehen ist die Ausnahme ein bisschen witzlos. Dann haben wir die Datenverarbeitungsübersicht, was man eigentlich da alles so reingeben muss. Also ich muss ganz klar definieren, was ist der Zweck der Datenverarbeitung von dem Verfahren. Ich muss reingeben, wer sind die Empfänger von der Datenverarbeitung, was weiß ich, wenn ich vielleicht verschiedene Abteilungen habe, wer bekommt welche Daten. Ich muss die technisch-organisatorischen Maßnahmen darstellen, die ich in meinem Betrieb vorhalte, um für das angemessene Datenschutzniveau zu sorgen. Ich muss angeben, wann ich die Daten lösche. Ich muss angeben, ob ich die Daten in ein Drittland übermittle. Drittland im Sinne jetzt außerhalb der EU, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendeinem Anbieter in den USA zusammenarbeite, dann müsste ich nämlich da weiterhin den Nachweis erbringen, dass das auch ein angemessenes Datenschutzniveau ist, was dort bei dem Betrieb in den USA vorherrscht. Und das kann auch manchmal schwierig sein. Dass Sie beweisen, dass die CIA nicht drauf zugreifen. Genau, also. Okay. Ja, es gibt ja dieses EU-US Privacy Shield, also der Nachfolger von Safe Harbor. Und das ist ein sogenannter Angemessenheitsbeschluss im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Und da stürzen sich jetzt alle Unternehmen drauf, die jetzt mit einem US-Anbieter arbeiten wollen, sagen dann, ja, die sind ja da eingetragen. So. Aber das ist halt so die Frage, ob das dann auch ausreicht. Soweit ich weiß, gibt es jetzt noch eine Re-Evaluierung von dem US Privacy Shield. Ich weiß aber nicht, ob die schon stattgefunden hat oder ob die jetzt noch kommt. Meines Wissens kommt die erst noch, ob man dann auch feststellt, ob diese Anforderungen genügen, aber gut. Der klassische Fall ist halt, wenn man jetzt von hier im Raum Mailchimp als Mail-Versand oder äußeren kann, schon E-Mail-Dienst, wenn ich halt Mail-Newsletter verschicken kann, dann gehen alle Kundendaten dann halt auch bei Mailchimp gespeichert, also die E-Mail-Adresse. Und dann wäre das genau der Fall. Fängt eigentlich schon damit an, wenn du deine Adressen des Android-Handys für geschäftliche Zwecke über die Google-Server synchronisierst. Ja,
Weil damit überträgst du die personenbezogenen Daten deiner Kunden auf den Server der Firma Google und damit bist du eigentlich bei Apple mit iCloud. Bei Apple mit iCloud, genau. Office 360 mit einer Excel-Tabelle. Deshalb hat Microsoft ja mit der Telekom einen Vertrag geschlossen, in Deutschland. Ja, aber dann weiß man ja auch nicht, ob das Backup nicht vielleicht auch irgendwo anders ist. Nee, das wird wirklich nur deutsche Telekom-Server, die von der Telekom treuhänderisch verwaltet werden. Weil wir eben den Fall ausschließen wollten, dass die US-Richter sagen, gib uns die Daten. Weil ist die Telekom anzuweisen, diese Daten dem US-Unternehmen nicht rauszugeben. Okay, hier sind nochmal kurz die entsprechenden Vorgaben aus dem Gesetz, was da rein müsste in so ein Verfahrensverzeichnis. Das müssen wir jetzt auch nicht alles durchgehen. Kannst du mal zurück? Stellen Sie die Folien zur Verfügung? Kann ich machen. Also, aber das Video gibt es auch, genau. So, ja, also die betroffenen Rechte, die werden halt auch etwas erweitert durch die Datenschutzgrundverordnung. Das betrifft jetzt die Webseitenbetreiber. Das heißt, wir haben ja momentan schon eine Datenschutzerklärung, wo ich eigentlich reinschreiben muss, was ich alles mache. Und die Datenschutzgrundverordnung, die gibt jetzt, sage ich mal, vielleicht noch ein paar mehr Informationspflichten, die ich geben muss. Die will ich jetzt auch aufgrund des Zeitfortschritts ungern alle vorlesen. Es sind auf jeden Fall ein paar. Und die Datenschutzerklärung muss natürlich für jeden Betroffenen leicht verständlich sein. Da weiß ich dann auch nicht genau, wenn ich dann irgendwie die ganzen Dienste klar und einfach darstellen soll. Wir haben manchmal Mandanten, die, keine Ahnung, 30 Cookie-Anbieter benutzen und dann ist das dann so ein Ding von den Diensten, die dann alle angegeben werden müssen. Liest sich auch niemand durch, vermute ich mal. Aber man muss es dann halt irgendwie in die Datenschutzerklärung mit reinbringen. Wichtig ist, dass die Informationen nicht nur in der Datenschutzerklärung vorhalten müssen, sondern wenn Sie die Daten nicht beim Betroffenen unmittelbar erheben, dann müssen Sie zusätzlich noch weitere Informationen geben, nämlich wo Sie die Daten her haben, und Sie müssen den Kunden dann aktiv oder den Betroffenen aktiv darauf hinweisen. Hier sind jetzt auch nochmal, also es steht im Prinzip auch alles im Gesetz drin, was ich alles in die Datenschutzerklärung mit reinnehmen muss konkret. Ich habe das jetzt auch einfach nur mal mit aufgenommen, damit man es mal gesehen hat, die einzelnen Punkte durchzugehen. Das dauert jetzt eh viel zu lange. Schleswecker. Okay. Gut, das ist halt, wie gesagt, auch noch ein relativ wichtiger Punkt. Da muss man dann halt gucken, dass man innerhalb, ich glaube, eines Monats von den Daten, wenn man da Bescheid bekommen hat, den Kunden informiert. Ich weiß auch nicht, ob das, wie man das in der Praxis macht, ob man das machen sollte, ob das dann rauskommen kann oder auch nicht. Wenn es dann halt rauskommt, gut, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. So. Brauche ich dann auch die Einwilligung des Kunden, dass ich ihn informieren kann? Ja. Also muss genau darauf geachtet werden, was da mitgeschickt wird. Da darf ich das Oberlandesgericht München mal zitieren. Die haben ja mal vor ein paar Jahren gesagt, dass bei dem Newsletter-Versand die E-Mail, die ich beim Doppel-Opt-In verschicken kann, schon eine Belästigungs-E-Mail ist. Dann würde ich jetzt die Frage gerne an Sie stellen. Wie kann ich denn dann technisch die Einwilligung einholen? Der Besucher kommt vorbei und er schreibt und ich trage ihn ein. Gab es da nicht noch ein Urteil, das sagt, solange eine reine Information vorliegt, das heißt ohne irgendwelche gestalterischen Dinge, die auf Werbung hinweisen könnten, sondern einfach nur die Information, hallo, willst du, dann klick auf hier, dann wäre es wohl rechtens. War da nicht irgendwas zu? Also das Urteil, das ist ja auch wieder von einem anderen, also es gibt andere OLG-Entscheidungen, die das ganz anders sehen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Abmahnungen da jetzt ausgesprochen wurden, meines Erachtens. Also ich habe jetzt keine bekommen oder vorgelegt bekommen. Es wäre ja auch total blöd, wenn jetzt irgendwie Leute, die Newsletter einsetzen, einen anderen abmahnen, du setzt ein Doppel-Opt-In-Verfahren ein, dann... Ja. Dann ist ja die Rechtsprechung von der faktischen Umsetzung, die eigentlich gemacht wird, ja sowas von weit entfernt. Und die Frage ist ja immer, die ganzen Richter, die so Sachen bescheiden, haben die überhaupt Ahnung von dem, was sie bescheiden? Ja? Die Antwort will ich nicht geben. Ist einfach so. Okay. Also, Sie müssen
um jetzt wieder die Kurve zum Vortrag zurückzubekommen, Sie müssen über den Zweck und die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung informieren. Das machen Sie über die Datenschutzinformation, also die Datenschutzerklärung. Danke. Und für die Behörde im Verfahrensverzeichnis, weil die, wenn Sie mal eine Prüfung bekommen sollten, das kommt nicht so oft vor, aber das kann natürlich passieren, weil vielleicht haben Sie auch mal irgendjemanden, der Sie nicht mag und sagt dann, geh mal dahin. Genau, also kann theoretisch passieren. Und dann prüfen die das Verfahrensverzeichnis und das ist, sag ich mal, das Erste, was die Aufsichtsbehörde eigentlich bekommt, um halt zu prüfen, ob man diese ganzen Pflichten umgesetzt hat, rechtskonform. Und wenn man dann gar nichts hat, so, wäre es natürlich schlecht. Ich hätte sie was wenigstens. Genau, also man sollte jetzt eigentlich mal, wenn man noch nichts dahingehend gemacht hat, mal loslegen mit der Datenschutzgrundverordnung, mal in seinem Unternehmen gucken, okay, wie sieht es denn überhaupt erstmal aus mit dem Datenschutz? Und dann würde ich auch gucken, dass man die entsprechenden Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung mal versucht langsam einzubauen, weil nächstes Jahr werden sie das nicht schaffen. Vor allem, wenn es ein größerer Betrieb ist, da habe ich ja nicht nur die Kundendaten, sondern ich habe ja auch die ganzen Mitarbeiterdaten. Die Mitarbeiter können ja theoretisch auch Datenschutzverstöße geltend machen und dort vielleicht versuchen, über eine, ich sage jetzt mal, eine Abfindung vielleicht ein bisschen mehr rauszuholen, weil wenn ich dann als Arbeitgeber dann mal darstellen soll, ja, habe ich jetzt die Daten von ihm korrekt verarbeitet oder nicht im Arbeitsrechtsprozess, das wird wahrscheinlich sehr lustig werden für die Firmen im Einzelnen. Gut. Bin ich denn jetzt denn als Entwickler, als der, der die Seite gestaltet oder die auch online stellt, dafür verantwortlich, dass jetzt der Kunde das einhält oder reicht der Hinweis drauf, dass ich dem sage, hier, das ist bei dir nicht so in Ordnung, du musst dich da mal drum kümmern und bin dann außen vor. Also wenn Sie gar keine personenbezogenen Daten verarbeiten, müssen Sie dem gar nichts sagen. Nur wenn Sie jetzt für den personenbezogene Daten verarbeiten würden, weil Sie, keine Ahnung, die Daten speichern, wenn Sie das übernommen hätten. Wenn ich die verarbeite, ja. Als Hoster oder was auch immer. Ja. Aber wenn Sie keine verarbeiten, dann haben Sie ja keine Veranlassung. Aber wenn er feststellt, dass der Kunde rechtswidrig verarbeitet, das genau. Ist das, was ich ja, gesagt genau. Habe, dann muss er ihn darauf hinweisen. Nö. Also das heißt, ich baue dem Formular, also der hat seine Seite. Ja. Wenn ich für den Kunden einen Prozess aufbauen muss, der nachweislich der Datenschutzverordnung nicht entspricht, bin ich verpflichtet, den Kunden darauf hinzuweisen. Ich darf keinen Prozess ohne den Hinweis auf die nicht rechtmäßige Umsetzung. Das ist mir nicht bekannt. Sie müssen doch, was der jetzt da mit dem Werk macht, das ist doch Ihnen egal. Dann kannst du den hinterher noch verklagen. Also, ich habe zuletzt was Gegenteiliges in einem Bericht dazu. Ja, die Frage nee, ist. Nee, das bezieht sich auf die Auftragsverarbeitung. Wenn Sie für den personenbezogene Daten verarbeiten, dann müssen Sie darauf hinweisen. Aber nicht, wenn Sie für den irgendwas erstellen, weil Sie wissen ja gar nicht, wo der das einsetzt. Also, wenn ich für ihn Daten verarbeite, dann muss ich mit Ihnen einen Vertrag für die Daten verarbeiten. Aber Sie sind doch keine Rechtsberater. Sie müssen doch da den nicht rechtlich beraten. Ich denke, es gibt mittlerweile zig Prozesse, wo Veranstaltungskaufleute dafür verantwortlich gemacht wurden, dass ihnen bei einer Veranstaltung aufgefallen ist, dass diese nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden sind. Die wurden mit in Haft genommen. Ja, dann weisen Sie das denen mal nach. Auch in Impressum und so Scherze. Also das... Ja. Doch. Als Fachmann sind Sie, ist mein Stand der Dinge, dazu verpflichtet, wenn Ihnen offensichtlich auffällt, dass hier rechtswidrig gehandelt wird, den Kontrollverfahren. Der wird dafür verantwortlich gemacht. Also, er hätte darauf hinweisen müssen, weil er als Fachmann dieses Know-how hat. Das ist ja diese Gegenschicht. Also, im Endeffekt, wo ich sage, wenn jetzt heute einer einen Waffenladen hat, verkauft eine Waffe, ist er verantwortlich dafür, dass keiner mit dem Ding einen umbringt. Das ist ja das, was du ihm untergeschoben kriegst, letztendlich mit dieser Verantwortlichkeit zu der Geschichte. Ja, du musst als Waffenladen prüfen, ob er die Berechtigung hat, die Waffe zu kaufen. Das ist das eine, aber das andere hängt ja auch noch hinten dran. Ja? Also, ich sage einfach, bitte gib mir das Impressum, ich bin nicht dafür verantwortlich, prüf's. Aber wenn ich als Fachmann feststelle, dass das Impressum rechtswidrig ist oder nicht den Rechtsgrundlagen... Das wissen Sie doch gar nicht, was der da reinsetzt. Sie geben dem eine Seite und der stellt den Inhalt ein. Wieso sollen Sie denn für den Inhalt haften? Wenn ich den Inhalt einstelle, der gibt mir ein Impressum und ich stelle es ein und ich stelle fest, es entspricht nicht den Rechtsvorgaben. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie Sie da eine Haftung konstruieren können. Aber gut, wenn es die Prozesse gibt... Aber das Prinzip, was Sie den gut. Wissen, das ist die Selektion von Plugin oder sowas, kann ja auch so ein Mailchimp anzubinden. So.
Also, ich bin kein Rechtsanwalt, aber wie gesagt, das sind. Wir haben jetzt. Wir sind jetzt leider nicht fertig geworden. Das ist die Endekarte. Ja. Vielleicht noch ganz kurz. Auftragsdaten, Auftragsverarbeitung. Es gibt eine unmittelbare Haftung für den Auftragsverarbeiter künftig. Also wenn Sie für den Kunden Daten verarbeiten, können Sie selber in die Haftung genommen werden. Sie können dann auch in die Haftung genommen werden, wenn Sie halt selber da gegen das Recht verstoßen. Das ist momentan nicht so. Das heißt, da müsste man natürlich die Verträge auch entsprechend anpassen. Und Sie müssen in dem Zusammenhang natürlich auch, wenn Sie Subunternehmer einsetzen, dafür sorgen, dass die auch die entsprechenden Pflichten aus dem ursprünglichen Vertrag auch erfüllen. Weil der Verstoß des Subunternehmers führt dann automatisch zu Ihrer Haftung. So, gut. Also wir sind ja fertig. Ne? Also solange du schon keine Kundendaten sammelst, müsste der Verstoß.